willkommen wieder zu Space Engineers. Ich bin wie immer euer Mr. Zogger und ich war fleißig. Sieht man jetzt auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so. Ich heb mal kurz ein bisschen ab, fliege ein bisschen weg. Ja, doch. Ich denke, man kann es sehen, ne? Ja, ich habe fleißig mit dem Bohrer hier rumgebohrt und hier schon mal so meine Kurven gezogen, weil ich dann noch gesagt habe, okay, ich bohr das jetzt alles weg. Und ging eigentlich, ging. Ja, also ich kann mich jetzt nicht beschweren. Aber natürlich auch gleich weitermachen. Fleißig mit dem Bauen. Wobei wir erstmal gucken, dass wir vielleicht so weit wie möglich erstmal kommen. Ja, dass wir hier einfach schon so ein bisschen so eine kleine Plattform haben. Ich denke, das ist auch ganz wichtig für einen selbst. Halt, wir können mal kurz Jetpack ausmachen. Und dann sehen wir nämlich, dass wir uns hier so ein bisschen zu weit nach unten gebuddelt haben. Ne, mitunter. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal ordentlich Stahlplatten holen. Wir haben ja zum Glück einige. Dank der grandiosen Hunde. Es gab jetzt ein neues Update. Das hört sich gut an. Das hört sich richtig gut an. Alter Schäde. Ja, richtig was los hier. Auch wenn es bloß, dass ich noch genug Platz habe. Ei, direkt hier vor der Haustür liegen sie. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Warum schon nicht am Hund hängen bleiben? Immerhin ist er kalt. Was ist der nächste? Sehr gut, alle abgegrast. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, was so ein bisschen die Verbesserung gebracht hat, wenn man halt Sachen einfügen und kopieren möchte, also für die Sachen im Kreativmodus und ansonsten so ein paar kleinere Performance-Sachen. Und ja, man hat wieder so ein paar neue Sachen gezeigt, also praktisch alles, was wir jetzt aktuell hier an Modellen haben, also an Gegenständen, wird ja momentan überarbeitet. Also es scheint so, dass man wirklich grafikmäßig einen riesigen Sprung nach vorne macht und wirklich schon vom Detailgrad der einzelnen Objekte schon, muss man sagen, in Richtung Star Citizen geht. Denn alle, ich sag mal zum Beispiel dieses, ja, ich bin es nicht ganz sicher, es sah aus wie dieser Sauerstoffgenerator, beziehungsweise es könnte auch eine Batterie gewesen sein vom Ladestand, ja. Also praktisch alles wird komplett überarbeitet. Das sieht ja nicht mehr so simpel aus wie hier, sondern sieht wirklich höchst komplex aus. Also auch die Krankenstation zum Beispiel war zu sehen und das sieht einfach mega krass aus. Das ist dann schon wirklich wie ein ganz anderes Spiel. Also diese simple, sehr schlichte Optik, die wir jetzt hier haben, die ist dann gar nicht mehr vorhanden. Und da zeigt man jetzt halt immer mehr, bei jedem Update-Video am Donnerstag, zeigt man das dann immer und das ist zum Schluss dann immer so ein kleiner Teaser, wo dann ein Block gezeigt wird und es ist schon heftig, wie krass anders und detaillierter es halt auf einmal aussieht und da freue ich mich auch schon richtig drauf und muss sagen, das macht Lust auf mehr und ja, umso weniger glaube ich, dass da jemals eine Xbox One Fassung rauskommt, weil ich glaube nicht, dass die Xbox One damit umgehen könnte. Schade einerseits für all diejenigen, die halt keinen, ich sag mal, PC haben, der es entsprechend powert, aber auf Kosten des Spiels sollte man das dann halt nicht unbedingt rausbringen, ich sag mal, nur weil das dann vielleicht auf so viele Plattformen wie möglich verteilt werden sollte. Gut, vielleicht schafft es ja die Xbox One S, wobei, naja, so viel mehr Power hat die ja nicht. Das sind ein paar Kleinigkeiten, oder die Scorpio eher, das könnte ich mir schon eher vorstellen. So viel Power wie die hat, müsste das eigentlich dann da schaffbar sein, aber naja, so. Wir bauen mal hier fleißig weiter. Und je mehr sie haben, desto besser wird das. Und desto eher kann ich mein Raketensilo bauen und anfangen, unsere Raumschiffflotte aufzubauen. Mit der wir dann ins Weltall fliegen und unheimlich viele tolle Kämpfe mit Piraten haben werden. Ja. So, gucken. Also ich weiß nur, dass in dem einen Szenario, wenn man da anfängt, da haben die Piraten eine Basis auf dem Mond. Dann würde mich natürlich interessieren, ob das hier dann auch der Fall ist. Oder ob das wirklich nur in diesem Szenario dann ist. Das wäre natürlich cool, wenn es hier auch wäre. Ja, das würde es irgendwie interessanter machen, finde ich.
So, und so lässt sich das nämlich schön weghackstückeln. Ups, das war vielleicht ein bisschen zu weit. Ah, wir haben auch ein bisschen zu tief weggebuddelt. Muss man ganz klar sagen. Wobei, naja, so richtig zu tief kann man ja gar nicht wegbuddeln, wenn man ein Raketensilo bastelt, ne? Da brauchen wir sowieso viel Platz. Ah, will er nicht? Er mag wohl nicht. Nein. Ja, was ist denn alles? Ah, jetzt, okay. Warum auch immer. Also, eigentlich sollte ihn das ja nicht stören, aber nun gut. Nehmen wir das halt so hin. Was soll's. Dann sieht das jetzt natürlich schon deutlich besser aus, ne? Na komm schon, los. Das haben die jetzt halt mal hier richtig so eine kleine Passage, so gangmäßig, ja. Wobei das hier hinten sowieso deutlich kleiner und schmaler wird. Und wir dann wirklich nur noch kleine Gänge in den Raum treiben, weil praktisch ist das hier der Hauptbereich, von dem wir aus halt losziehen in die einzelnen kleinen Bereiche. Deshalb, vielleicht muss ich das gar nicht so groß machen. Hier hinten würde man dann ja auch wenden. Mal gucken, wie groß wir das noch machen. Ah, eigentlich müssen hier nur ein, zwei Fahrzeuge rein. Dann war es das schon. Muss mal schauen, vielleicht so hier. Ja, könnte sein. Ja, vielleicht. Ja, wenn man das so groß macht, doch, guck mal, das reicht doch, oder? Dann kann man hier mit dem Fahrzeug wenden, parkt man das hier irgendwie so und wendet dann und fährt dann wieder raus. Ja, ja, dann können wir das machen. Das heißt, wir werden das hier hinten alles wieder so ein bisschen weghackstückeln und dann halt einfach nur jetzt kleine Gänge machen und von dort aus entsprechend dann halt zum Beispiel Computerraum und alles mögliche machen. Ja, das hört sich gut an. Oh nein, jetzt habe ich das aus Versehen abgebaut. Jetzt sind falsche Taste einmal und schwupps. Habe ich hier ätzende Steine dabei. Ich mag die Viecher gar nicht. Ätzende Steine. Naja, was soll's. So. Ach, was hüpfe ich denn? Ich habe doch ein Jetpack. Bescheuert, oder? Ja, manchmal kommt man schon selber auf doofe Ideen. Hier alles. Ja, wunderbärchenhaft. Sieht schon richtig, richtig gut aus. Deshalb, ich kann dann hier zum Beispiel auch so ein bisschen schräg nach da gehen, dass wir es halt kleiner machen, weil wir brauchen nicht mehr so eine große oder so eine extreme Raumhöhe. Das wird da nicht mehr benötigt. Das spart extrem viel halt auch an Zeit wegen dem Bohren, ne? Naja. Zum Glück. Wir könnten auch überlegen, ob wir dann einfach nur einen Laufsteg machen und ansonsten das so lassen, wäre auch noch eine Alternative, ne? Ich glaube nicht, dass ich mich da mal anfreuen kann. Sehr gut. Das kann ich nämlich nicht leiden, wenn das da so hängt. So. Ich denke, so passt das. Okay. Ups, nein, oh, jetzt ist es für immer verloren. Wobei, ich kriege, glaube ich, den Metallschrott davon, wenn ich Glück habe. Ey, toll, Metallschrott. Ui. Liegt da welche? Nee, ich sehe keinen. Dann ist es wohl wirklich auf ewig verloren. Ja, ich denke, so werden wir es machen hier. Guck mal, so passt das auch. Puh. Jetzt schon wieder? Ja gut, okay, ich vergesse immer, dass diese erweiterten Geräte halt auch ganz schön viel Strom verbrauchen, ne? Also generell das Bohren verbraucht unheimlich viel Strom. Mal gucken. Meistens kommen die ja hier aus diesen Richtungen. Ha.
War es nur der eine? Ach nee, guck mal, das ist der andere. Ah, schade. Nichts von Interesse. Also diesmal zumindest. Aber kann ja nächstes Mal wieder besser werden, ne? Hm. Ansonsten holen wir uns halt von den Eisen, wobei ich der Meinung bin, dass wir noch ganz, ganz viel Eisen da haben. Wir den bloß noch nicht verwendet haben. Weil halt... wie soll ich sagen? Oh, wir gucken kurz. Munition. Ja, doch, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wie viel haben wir denn an Eisen? Oh, doch. Ja, hier einiges da. Das ist wunderbar. Es passt sogar noch nicht mal alles hier rein. Ist der... ja, immer noch nicht. Sehr gut. Dann könnte ich ja rein theoretisch... kann ich mal... ah, 500 Stück machen. Das ist gut. Mhm. Mit 500 Stück kommen wir eine ganze Ecke weit. Wenn man so überlegt, 25 Stück braucht man. Ne? 250 wären dann 10 Stück und dann haben wir 20. Heftig, wenn man sich das überlegt. Ne? Wie viel man dann dafür benötigt eigentlich im Endeffekt. Puh. Krass. Eigentlich echt krass. Naja, egal. So, Solarzelle. Brauche ich denn welche? Reaktorkomponenten werden wir brauchen, ja, aber aktuell noch nicht. Wir sehen, wir haben Silberbarren. So ein bisschen was. Wenn ich jetzt 100 mache, reicht es? Oh, nee, 100 passt nicht. Ah, 50, also 40 passt. Genau, dann machen wir 40 Stück. Dann haben wir schon ein bisschen was, einfach nur, dass wir Reaktorkomponenten auf Tasche haben. Dass wir dann so schnell wie möglich mal loslegen können mit von wegen Reaktor bauen, dass halt das Ganze funktioniert. Naja, das muss. So. Und dann ist auch hier ein bisschen die Anlage beschäftigt. Wir brauchen eh neues Uran, sehe ich da gerade. An der Stelle. Kann ja nicht jedes Fahrzeug so cool sein wie das hier, was komplett nur mit... wobei wir haben einen kleinen Notfallgenerator, ne? Ja, wir haben einen kleinen Notfallgenerator. Ist auch ganz gut so. Ja, ich denke, man sollte sowas immer haben, wobei das hier zum Beispiel, das Fahrzeug können wir eigentlich abbauen oder umbauen dann halt zu einem Flugzeug. Müssen wir mal gucken. Ich würde es dann ein bisschen umbauen. Oder wir lassen es hier unten einfach. Vielleicht machen wir doch größere Tunnel und machen so ein kleines motorradmäßiges Ding, mit dem wir hier durch die Gegend fahren. Dass man schnell von A nach B kommt. Könnte man auch mal so. Muss ich gerade so ein bisschen aus den Powers denken, wo er drin im einen Teil mit diesem... ein Fahrzeug dann also quer im Gang steht, was eigentlich gar nicht möglich ist, und dann immer so vor, zurück, immer so Millisekunden, also so wirklich millimetermäßig, und dann irgendwann hat das aber geschafft. Ja, sehr, sehr geil. Ich weiß, echt so eine Sisyphus-Arbeit. Kriege ich keinen? Ah doch, ich würde gerade sagen, da kommt schon der neue Stahl. Aber es, man sieht es, ne? Wir haben nur ein bisschen was gemacht und schwupps, schon der ganze Stahl wieder verbraucht. Ätzend. So. Das will ich natürlich überlegen, wir haben diese Gangelemente, ob wir die dann nicht vielleicht benutzen. Das wäre dann mal so ein bisschen Abwechslung und wäre auch ganz cool eigentlich. So, bis hierhin habe ich gemacht und das heißt, machen wir das hier auch überall. So. Kann man da vielleicht noch ein bisschen was hinstellen. Und schon wieder alle. Gibt's das denn? Ja, guck mal, wir können das hier wegnehmen. Oh, da müssen wir schnell hin. Da hinten war das. Ja, wenn ich da unten bin, habe ich immer nicht so viel Zeit. Oder zumindest geht mir dann schon Zeit verloren mit den Viechern, mit dem Plündern. Weil ich, und hier fehlt so eine Taste von wegen alles mitnehmen. Oh, sehr schön. Noch irgendwo einer? Nee. Aber wir haben Stahlplatten. Yay! sehr gut. So, wer auf Twitter immer fleißig folgt, der hat ja schon so ein paar Bilder gesehen. Ich darf, kann und will da immer noch nichts zu sagen, aber ich werde euch fleißig trotzdem da auf dem Laufenden halten. Ja, ich bin halt nett. Vielleicht bin ich auch nicht halt zu nett. Hm, vielleicht. Aber wer weiß. So, schon wieder? Krass, ey, wie schnell das geht. Übel, Mann. Das ist echt übel. Aber ich finde ein bisschen übertrieben. Oh.
Gut, nehmen wir mit. Warte. War dann doch ein bisschen was, ne? Oh, 9%, da müssen wir mal schnell hochfliegen. So, wunderbar. Ja gut, ich glaube, wir müssen auch mal wirklich wieder unsere Vorräte aufstocken. 45, oh, das geht eigentlich, ne? Ja. Ja, ich sehe schon hier. Fast alles leer. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Ich könnte eigentlich hier eine Leiter hinmachen. Das wäre vielleicht ein bisschen platzsparender und einfacher. Ah, vielleicht nächstes Mal. So. Hübsch sieht's ja aus hier in dem Tal, ne? Na, so ein bisschen. Wenn wir mal rausgehen aus der Perspektive, unsere Basis hat schon was. Ja, es ist echt eigentlich eine ganz coole Basis, ne? Muss man wirklich sagen, wir haben alles Notwendige da. Wir sind autonom, wir können uns selbst versorgen. Gut, klar, Rohstoffe brauchen wir wie jeder andere halt auch. Aber ja, was soll's. So. Und? Passiert da irgendwas? Nö. Okay. Lass mal kurz beiseite nehmen, das stört mich etwas. Dann hoffentlich hier schnell voran. Aber das ist eine gute Idee, wenn wir das machen. Jetzt müssen wir nochmal schauen, wenn wir hier die Wände platzieren. Also wir werden es dann praktisch ja dann hier die Wand platzieren, ne? Ja, denke ich auch. So, kurz mal hier. Das bisschen, was wir da haben, wieder verschwenden. Das heißt, verschwenden ist ja nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Können wir auch ein kleines Tor oder sowas hier machen, eine kleine Tür. Ja. So, mal gucken. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zogger.